gut. Anfangen, das kann eine große Herausforderung sein, siehe Ernst Lubitsch. Es kann aber auch etwas sehr Wunderbares sein, siehe Lars von Trier. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns gerade, denn wir haben angefangen mit Rhizom Filmgeschichte, einem digitalen Vermittlungsprojekt, das sich der Präsentation und Kontextualisierung einer besonderen filmischen Form verschreibt. Den Anfängen nämlich, konkret den ersten Minuten deutscher Filme aus allen Dekaden der Filmgeschichte. Mein Name ist Ines Bayer, ich bin im Deutschen Filminstitut zuständig für universitäre Kooperation. Das heißt, ich habe eine große Schnittstelle zur Universität, da ich den Masterstudiengang Filmkultur, Archivierung, Programmierung, Präsentation betreue, den wir mit der Goethe-Universität zusammen anbieten. Aber dieses Projekt ist genuin ein Projekt des Deutschen Filminstituts. Anders als die bisherigen Projekte, die vorgestellt werden, befinde ich mich in meiner Präsentation komplett im Work-in-Progress-Modus. Wir befinden uns tatsächlich in der Anfangsphase einer 30-monatigen Projektlaufzeit. Der Launch unserer Web-Umgebung ist für den Herbst 2020 geplant. In den nächsten 20 Minuten werde ich deshalb versuchen, Ihnen zu veranschaulichen, was eigentlich noch gar nicht existiert. Die typische erste Phase eines digitalen Projektes ist paradox. Auch digitale Projekte beginnen nämlich häufig analog unter Einsatz von Stift, Schere und Papier. Und auch wir greifen aktuell mindestens noch genauso oft zu Post-its und zum Adding wie zu digitalen Tools. Was Sie hier sehen, ist unser Click-Dummy, der sich von Session zu Session verändert und entwickelt. Und der die Web-Umgebung, die Webseite letztlich, das Webangebot vorbereitet, das wir entwickeln. Es handelt sich in der Anfangsphase jedes Projekts letztlich aber auch um eine sehr privilegierte Phase, da noch vieles möglich ist. Ideen können überdacht, verworfen und verändert werden und deshalb ist das Timing der heutigen Tagung für mich natürlich ideal. Es könnte besser nicht sein. Ich freue mich über die Möglichkeit, unsere Überlegungen, die Überlegungen unseres Teams mit Ihnen zu teilen, hier zur Diskussion zu stellen und Kritik und Anregungen, sei es zum Titel, sei es zu anderen Bestandteilen des Projektes, von Ihnen zu sammeln. Und danke an meine Kollegin Christine Kopf und ihr Team für die Möglichkeit zu diesem Austausch. Was also ist das Rhizom Filmgeschichte? Was soll es werden? In einem langen Satz zusammengefasst, über die kommenden 2 Jahre hinweg werden wir eine sinnliche, intuitiv bedienbare Webumgebung schaffen, die die ersten Minuten von mindestens 100 Werken der deutschen Filmgeschichte präsentiert, sie nach motivischen und stilistischen Ähnlichkeiten miteinander verknüpft und die Nutzerinnen und Nutzer somit einlädt, das entstehende rhizomatische Knüpfwerk digital zu erkunden. Warum haben wir uns dazu entschieden, ausgerechnet mit Filmanfängen zu arbeiten? Es gibt 2 Antworten auf diese Frage. Die erste ist praktischer Natur und sie hat zu tun mit der sukzessiven Digitalisierung des deutschen Filmerbes und mit dem wachsenden öffentlichen Wunsch nach Sichtbarmachung der Ergebnisse aus der Digitalisierung. Die ersten 5 Minuten eines jeden mit öffentlichen Geldern digitalisierten Films wäre, so unsere Überlegung, eine nachvollziehbare, standardisierte und ohne großen Aufwand zu leistende, in Anführungszeichen, Pflichtabgabe von Ausschnitten seitens der Rechteinhaber. Und das Szenario nicht schon übermorgen, aber in naher Zukunft tatsächlich eine automatische Zulieferung von Filmanfängen mit dem Zweck der Dokumentation der Ergebnisse der Digitalisierung zu erreichen. Dieses Szenario ist nicht unrealistisch. Der 2. Grund für die Entscheidung für Filmanfänge ist inhaltlicher Natur und für uns natürlich noch zentraler, denn wir halten den Filmanfang für eine bemerkenswerte filmische Form, die für eine vermittelnde Passage durch die Filmgeschichte in besonderer Weise geeignet ist. In keiner anderen Phase eines Films ist nach Roland Barthes die Dichte filmischer Zeichen so groß wie zu Beginn. Filmanfänge haben die Aufgabe, Schauplätze, zeitliche Epochen oder Figuren vorzustellen, Stimmungen zu setzen, Genres einzuleiten. Anhand von Filmanfängen lässt sich sehen, vergleichen und analysieren,
wie Standardsituationen quer durch die Filmgeschichte inszeniert sind, wie Musik verwendet wird oder wie Titelvorspänne sich gestalterisch oder auch in ihrer Funktion verändern. Um es mit Georg Stanicek aus einem Buch spezifisch zur Funktion des Vorspanns zu sagen, es handelt sich beim Filmanfang um eine der komplexesten filmischen Formen. Man könnte versucht sein zu sagen, um eine der intelligentesten Formen. Jedenfalls nicht selten denjenigen Teil eines Films, in dem am meisten passiert. Was tun wir mit den Filmanfängen? Wir werden, wie gesagt, mindestens 100, potenziell erheblich mehr Filmanfänge aus allen Epochen der deutschen Filmgeschichte und quer durch die filmischen Gattungen und Genres auswählen und sie miteinander verknüpfen, hinsichtlich von ästhetischen, motivischen oder thematischen Ähnlichkeiten, dem Einsatz filmsprachlicher Ausdrucksmittel wie Kamerabewegung, Lichtsetzung, Farben oder Musik oder nach dramaturgischen Standardsituationen wie erste Begegnung, Abschied oder Flucht. Die Grundlage hierfür bildet die umfassende und präzise Verschlagwortung der Filmausschnitte gemäß der eben genannten Kategorien. Und zentral und namensgebend für unser Projekt ist dabei die Idee des Rhizoms, des organischen Knüpfwerks mit unzähligen Verbindungslinien, die wir zwischen den Filmausschnitten ziehen oder vielmehr freilegen wollen. Weil wir wissen, dass sich ein Diskurs über Film am besten mit Film selbst, mit dem Bewegtbild selbst führen lässt, und ich auch unser Projekt, glaube ich, anschaulicher machen kann, wenn ich Ihnen jetzt was zeige, zeige ich einen kurzen Ausschnitt aus einem Showreel sozusagen, einer kleinen Demo-Version, die ein Kollege von mir im Deutschen Filminstitut hergestellt hat. Ich könnte das noch sehr viel länger weitermachen, aber mit Blick auf die Uhr. Eine Randnotiz dazu: Sie werden, wenn Sie die Ausstellung des Deutschen Filmmuseums kennen, eine Verwandtschaft festgestellt haben zu einem der zentralen Exponate, das wir zeigen, dem sogenannten Filmraum, der auf vier parallelen Leinwänden
die filmsprachliche Strategien offenlegt anhand von Filmausschnitten. Und diese Verwandtschaft ist nicht zufällig, es ist derselbe Kurator, der diese Kompilation in der Ausstellung des Filmmuseums und unser Showreel zusammengestellt hat. Und das Prinzip, was dahinter zu erkennen ist, gehört sicherlich ganz zentral zu den Vermittlungsprinzipien unseres Hauses. Eine zweite Randnotiz, auch das ist Ihnen vielleicht aufgefallen, Alain Bergalas Konzept des vergleichenden Sehens und der Arbeit mit Filmausschnitten steckt sozusagen in jedem Byte unseres Projektes und zwar ohne jemals explizit dessen Ausgangspunkt gewesen zu sein. Und diese Zufälligkeit, das Feststellen dieser Parallelität, dieser Gleichzeitigkeit ist sicherlich wieder einmal ein verblüffender Indikator dafür, wie enorm relevant und unzweifelhaft gültig die Thesen von Alain Bergala sind. Zu den Zielen des Projektes. Mit Rhizom Filmgeschichte verfolgen wir natürlich konkrete Ziele. Wir wollen zuallererst Filmgeschichte anschaulich machen. Das heißt auch Zugang schaffen, erst einmal Zugang schaffen zu diesen Filmen. Damit auch neugierig machen auf den meist unbekannten Reichtum an filmischen Formen und Geschichten, den die Filmgeschichte bereithält. Wir wollen kritisches Sehen befördern und vertraut machen mit den Stilmitteln und Erzählstrategien des Films. Und wir wollen Wissen vermitteln über den Filmanfang als besondere filmische Form. Unsere Arbeit wird dabei grundiert von Überlegungen, die für jedes unserer digitalen Projekte eine Rolle spielen und die so banal und pauschal sind, dass ich gar nicht weiß, ob ich sie zeigen soll oder muss. Ich habe sie einfach mal, weil sie so pauschal sind, als Paradigmen kultureller Arbeit in der digitalen Welt zusammengefasst. Erfolgreiche kulturelle Arbeit in der digitalen Welt zeichnet sich unserer Auffassung nach dadurch aus, dass sie etwas schafft, das bleibt. Dieser Aspekt zielt auf Nachhaltigkeit, auf die Gewährleistung technischer Upgrades, kontinuierlicher redaktioneller Pflege eines digitalen Angebots. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie etwas schafft, das aktiv genutzt wird. Dieser Punkt zielt auf die anhaltende Relevanz eines digitalen Projektes und erfordert die enge Rücksprache mit potenziellen Nutzerinnen, schon während der Entwicklung natürlich, und der beständigen Re-Evaluation während der gesamten Laufzeit eines digitalen Projektes. Unser Projekt ist in der komfortablen Position, auf den ersten Punkt, auf den Punkt der Nachhaltigkeit, eine ganz einfache Antwort geben zu können, die da lautet Anbindung an filmportal.de. Filmportal, das werden die meisten von Ihnen kennen, ist das Flaggschiff der digitalen Arbeit des Deutschen Filminstituts. Die Plattform besteht seit 2005, also seit einer in der digitalen Welt schon bemerkenswerten Zeitspanne und gewinnt seitdem immer weiter an Umfang und Bedeutung. Sie ist auf Nachhaltigkeit angelegt, insofern, als dass das Deutsche Filminstitut für die regelmäßige technische Überarbeitung den regelmäßigen Relaunch des gesamten Systems sorgt und das Portal so nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch jederzeit à jour hält. Anspruch und Aufgabe von Filmportal ist die vollständige Dokumentation der deutschen Filmgeschichte von den Anfängen bis heute. Mehr als 100.000 Filme und 200.000 Personen sind Stand heute darin verzeichnet. Und das Alleinstellungsmerkmal der Plattform ist sicherlich auch die Zuverlässigkeit der Information. Alle Angaben sind von der institutseigenen festen Redaktion recherchiert, erstellt und validiert und damit auch verlässlich. Die Anbindung von Rhizom Filmgeschichte an filmportal.de ist nicht zuletzt auch die Chance auf eine größtmögliche Wahrnehmung des Projektes, denn wir können aufbauen auf die in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsene Nutzerschaft von filmportal.de, die in einer Größenordnung von 2,3 Millionen Unique Users, Unique Visitors pro Jahr liegt. Zu Punkt 2 der eben genannten Anforderungen, nämlich der Relevanz und der Anwendungsorientierung eines digitalen Projektes. Das ist natürlich ein diffiziler Punkt, auch ein ganz zentraler, entscheidender für das Gelingen, für den ehrlichen Erfolg sozusagen eines digitalen Projektes und folglich auch ein Punkt, der uns momentan sehr beschäftigt in der Konzeption. Wir setzen über die Diskussion im Projektteam hinaus, dabei einerseits auf professionellen Austausch, heute hier, kürzlich bei der Arsenal Summer School in Berlin. Und wir haben uns entschieden, den Masterstudiengang Filmkultur, von dem ich eben kurz sprach, in das Projekt mit einzubeziehen.
weil wir die Studierenden als potenzielle Nutzergruppe ernst nehmen, mit eigenen Anforderungen und auch nicht zuletzt eigenen Kompetenzen in der Arbeit mit filmbezogenen Angeboten in der digitalen Welt. Und weil dieses Projekt tatsächlich auch eine Möglichkeit ist, einen der Ansprüche unseres Masterstudiengangs, nämlich das Einüben kuratorischer Strategien, am Beispiel sozusagen auszuprobieren. Als Auftakt haben wir noch im Sommersemester eine kuratorische Übung in das Seminarprogramm des Masters integriert, bei der die Studierenden unter anderem bestehende digitale Vermittlungs- und Analysetools mit Filmbezug kritisch getestet haben. Und im kommenden Semester wird die kuratorische Übung auf ein Projektseminar ausgeweitet, das auch für Studierende der Filmtheater- und Medienwissenschaften offen steht. Schon die erste Phase der Arbeit mit den Studierenden hatte Konsequenzen. Sie führte zu einer merklichen Verschiebung der Prioritäten innerhalb der Methoden unseres Projektes. Prinzipiell bietet nämlich Rhizom Filmgeschichte drei Zugänge zum Konvolut der Filmanfänge. Einmal den explorativen Zugang, das zielt auf die Entdeckerfreude, das Erkunden des Rhizoms, des Knüpfwerks, das wir da schaffen und auch eine Lust an der Erkundung und an dem sich überraschen lassen von Filmen, die man zuvor nicht kannte. Der zweite Ansatz folgt aus der Überzeugung, dass Angebot im Netz immer auch den Wunsch nach Kuration mit sich bringt. Wir werden also in das Geflecht von Filmausschnitten kuratierte Pfade hineinlegen. Ihnen können Nutzer folgen, um einzelne von uns gesetzte Themen gezielt zu erschließen, etwa zur Charakterisierung von Figuren in den ersten Filmminuten, zur erstmaligen Präsentation des Stars eines Films oder zu Stilmitteln wie der Rückblende oder dem Voice-Over. Der Katalog dessen, was wir als kuratorische Themen sozusagen setzen wollen, ist noch nicht final beschlossen, aber vieles ist möglich. Und der dritte Zugang ist der analytische. In unseren ersten Konzepten spielte das Analytische eine herausragende Rolle. Wir dachten an ein mächtiges, frei verwendbares Instrumentarium von Tools, die eine Vielzahl von Funktionen vereinen und mit denen sich zum Beispiel Szenen und Standbilder hinsichtlich von Schnittfrequenz, Bildkomposition und Farbmustern analysieren lassen. Von dieser Priorisierung des Analytischen sind wir inzwischen etwas abgekommen. Der Grund, ich zeige Ihnen hier ein fantastisches Tool, eine ganz fantastische Arbeit eines Berliner Künstlers und Programmierers, Sebastian Lüdgert, das als Analyse- und Annotationstool wirklich bemerkenswert ist, auch eine Open-Source-Software, die von verschiedenen Initiativen angewendet wird, hier zum Beispiel für eine Erschließung, Dokumentation des indischen Kinos. Und man sieht neben dieser fantastischen Mächtigkeit des Tools aber eben auch das, was damit oft einhergeht, die fast absurde Komplexität. Denn nutzbar, intuitiv nutzbar, ist ein solches Tool oder ein solches Instrumentarium an Tools, fürchte ich nicht. Deshalb sieht die Gewichtung der Zugänge für unser Projekt, für Rhizom Filmgeschichte, inzwischen eher so aus. Wir zielen also auf eine deutlich stärkere Verschränkung des Analytischen mit dem entdeckerfreudigen und dem vermittelnden Part des Rhizoms. Die analytische Nutzung erfordert unserer Überzeugung nach eine institutionelle Rahmung mit einer festen Abfolge von Aufgabe, Erledigung, Bewertung, wie wir sie eben in der Anwendung im Schulkontext durchaus plausibel gesehen haben. Hier kommt aber ein prinzipieller Unterschied von Rhizom Filmgeschichte zu anderen heute vorgestellten Projekten zum Tragen, der sicherlich zugleich eine Chance und eine Herausforderung ist. Bei unserem Projekt gibt es keine dezidierte Ausrichtung auf Schulklassen und die Nutzung im Schulunterricht. Stattdessen ist Rhizom Filmgeschichte als offenes Angebot konzipiert für Film- und Kulturinteressierte jeden Alters, jeden Hintergrunds, jeden spezifischen Interesses. Der Verzicht auf die schulische Rahmung bedeutet für unser Projekt, dass wir vielleicht noch rascher und noch eindrücklicher ein genuines Interesse am Sujet hervorrufen müssen und dass wir überzeugen müssen durch Attraktivität, sicherlich auch spielerische Komponenten und einen überraschenden Mehrwert unseres Projektes. Das Ziel von Rhizom Filmgeschichte ist es letztlich nicht, mächtige, isolierbare Tools, wie es in anderen großen Forschungs- und Entwicklungsprojekten natürlich auch passiert, etwa zur automatisierten Bilderkennung oder zur Farbraumanalyse hervorzubringen, sondern die Stärke unseres Projekts
Das sozusagen zusammenfassend liegt aus unserer Sicht in der digitalen Präsentation und Kontextualisierung seiner Inhalte. Mitsamt der eingebetteten spielerischen Tools, die wir noch entwickeln müssen, wird das Projekt mit und durch die Filmanfänge packende Stories über die Form des Filmanfangs erzählen. Global betrachtet ist somit das Projekt im Ganzen in der Summe seiner Zugänge und in der Anbindung an filmportal.de als Vermittlungstool zu verstehen. Weil ich vorhin von Austausch sprach, habe ich einige der Kernfragen zusammengefasst, mit denen wir uns aktuell auseinandersetzen. Das sozusagen als Anregung für eine Diskussion oder für Ihre Fragen, aber ich bin auch offen für alle anderen Kritikpunkte, Anregungen oder Meinungsäußerungen zu dem, was wir da vorhaben. Ich freue mich auf Input. Danke. Ja, vielen Dank, Dr. Ines Beyer. Jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit, ein paar Fragen loszuwerden, nicht mehr allzu viele, sonst geraten wir wieder in etwas zu viel Verzug. Also vielleicht 3 auf die Schnelle. Wer möchte? Da hinten. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Die ersten 5 Minuten, wie exakt wird es genutzt? Also sind es wirklich exakt 5 Minuten oder geht man mehr nach Szenenenden und Sequenzen? Vielleicht sind es auch mal 6 Minuten. Wie wird da verfahren? Wir sind geneigt, die radikale Lösung zu wählen und nach exakt 5 Minuten den Schnitt zu setzen. Womit wir auch in Kauf nehmen, dass wir, was bei Digitalisierungen, zum Beispiel historischer Filme ja üblich ist, auch Zeit durch einen längeren Vorspann verlieren, der zum Beispiel noch über die Kopiengeschichte des verwendeten oder die Materialität der verwendenden Quellen Auskunft gibt. Aber wir denken, dass wir, wenn wir sowas tun und auch wenn wir eben auch darauf zielen, dass wir sozusagen auch eine Bereitschaft etablieren wollen seitens von Rechteinhabern, Material sukzessive bereitzustellen, dass wir dann konsequent schon zu Beginn sein müssen und wirklich eine für alle gültige Grenze ziehen, die wir dann bei 5 Minuten legen. Oder 6, das ist noch in der Diskussion. Aber dann alle. Ich habe 2 Fragen. Einmal bezieht sich der Korpus nur auf die Filme, die jetzt über die Digitalisierungsoffensive digitalisiert werden? Oder sind da auch noch andere in diesem Korpus? Also in der ersten Phase, und wir werden, ich muss eine Folie noch öffnen, nämlich um auf unsere Förderer hinzuweisen und ihnen zu danken, denn ermöglicht wird das Projekt durch im Kern 2 Stiftungen. Für diese Pilotphase des Projektes, die durch diese Gelder finanziert ist, sind wir nicht auf die Filme aus der Digitalisierungsinitiative angewiesen, sondern wir werden diese 100 Filme, auch weil ein solcher Automatismus noch nicht existiert, mit den Rechteinhabern frei verhandeln. Wir haben schon Gespräche geführt als Deutsches Filminstitut, das die Archive einiger bedeutender Produktionsfirmen bewahrt, direkte Kontakte auch zu Filmemachern, Rechteinhabern hat, haben wir da eine gute Ausgangslage, um für diese 100 Filme eben Bereitschaft einzuholen, und es wird ein Balanceakt sein, dazwischen einen üblichen Kanon abzubilden, aber trotzdem bereit, also eine Offenheit zu schaffen für Überraschungen schon innerhalb dieser 100 Filme, die wir für den Anfang zeigen wollen. Die zweite Frage betrifft die Verschlagwortung. Habt ihr dann sowas gedacht wie bei Nanook, diese Motive oder konkreter auf Gegenstände, die man im Film sehen kann, bezogen? Die Verschlagwortung ist die Krux an der Funktionalität unserer Idee. Und das ist noch nicht zu Ende diskutiert. Da werden wir auch noch Trial and Error vor uns haben. Das ist sicherlich der diffizilste Teil des Ganzen, da wir auch die Schlagworte offenlegen wollen. Wir sprechen also im Moment über so praktische Fragen, ob wir die Anzahl an Schlagworten pro Film begrenzen müssen, um auch sinnvolle Kombinationen zwischen Filmen zuzulassen und keinen Einheitsbrei sozusagen entstehen zu lassen. Und die Schlagworte müssen sehr klug so gewählt werden, dass sie eben aber auch relevante Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Ausschnitten nachweisen. Ein anderer Weg, der jenseits der Schlagworte, die wir vergeben durch das Konvolut, immer möglich sein wird, ist die Verknüpfung über die am Film Beteiligten, die ja auch als Schlagwortfunktion sozusagen gelten können. Ja, noch eine Frage, Julian. Genau, eine letzte.
Julian hatte sich gemeldet, ne? Ja, ich fand das sehr, sehr, sehr interessant, sehr schön, diese drei Kreisen, mit der großen Kreise, mit der explorativ, fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen meine Frage ist, ob dieser Begriff explorativ, was ich denke, hat sehr viel mit Neugier zu tun. Mhm. Wie kann man diese große Kreis auch in kleinere Schwerpunkte machen? Hast du das da ein bisschen überlegt? Neugierde spielt definitiv eine ganz große Rolle. Einerseits rechnen wir damit, dass Menschen per se neugierig sein werden auf Filme, von denen sie sich überraschen lassen, weil also diese Verknüpfungen, die wir herstellen, das konnte man im Showreel, denke ich, sehen, sind weitreichend, überspannen Dekaden, führen zu Filmen, die jemand, der vielleicht seinen Einstieg in das Rhizom über einen ihm bekannten Film aus den letzten Jahren fand, schnell zu Stummfilmen führen werden, die er oder sie vielleicht nicht kannte. Zum anderen ist Neugierde auch ein Effekt unseres Projektes, ein erhoffter, denn wir rechnen schon damit, dass eine Frustration entstehen wird bei den Nutzern, die Anfänge von Filmen zu sehen, aber nicht den gesamten Film. Das wiederum ist natürlich aber auch, also können wir uns natürlich auch zunutze machen, indem wir sagen, genau diese Lust darauf, den ganzen Film zu sehen, führt die Leute letztlich ins Kino, denn die digitalisierten Filme sind ja für die Auswertung im Kino gemacht. Das heißt, wir können im besten Fall sogar ein öffentliches Bewusstsein, eine öffentliche Forderung nach mehr Zugänglichkeit zu diesen Filmen schaffen. Und eventuell ist, also es ist ein erster Schritt, die Anfänge online zu stellen. Aber wenn es ein Schritt dahin ist, dass bald auch ganze Filme online zugänglich sein könnten, dann wäre viel erreicht. Ja, noch eine Zusatzfrage. Eine letzte Frage, das habe ich nicht ganz verstanden. Also arbeitet ihr nur mit den Filmausschnitten oder gibt es noch Texte, irgendwas noch, was das praktisch noch erörtert, analytisch? Die kuratierten Pfade, bei denen wir also sehr zielgerichtet einzelne Aspekte, zum Beispiel eben zur Veränderung der Funktion eines Vorspanns im Film über die Dekaden der Filmgeschichte hinweg, wo wir also das behandeln werden, wird es auch textliche Passagen geben. Wobei wir, eben kam der Einwand hier im Plenum, diese Einschätzung teilen, dass die Vermittlung, die wir hier leisten wollen, hauptsächlich über das Bewegtbild passieren soll. Das heißt, das vergleichende Sehen wird auch innerhalb der kuratierten Pfade das Kernprinzip sein. Trotzdem sind erklärende, erläuternde Texte möglich und durchaus auch die Einbindung von zusätzlichen Dokumenten aus unseren Archiven, zum Beispiel Korrespondenzen, Produktionsunterlagen, Fotos. Also es besteht zumindest die Möglichkeit, das weiter zu kontextualisieren. Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt einfach mal einen Schnitt, sonst kommen wir ziemlich ins Rutschen und es soll ja noch eine Abschlussrunde geben und es gibt irgendwo so einen Endpunkt. Ja, vielen Dank nochmal, Ines Beyer.